Das 12. Turnaround-Forum von Strukturmanagement Partner fand am 23. Mai 2013 in Hamburg statt. Die Veranstaltung im Park Hyatt fand regen Zulauf. Circa 150 geladene Teilnehmer, darunter Finanzierer und Kreditversicherer. Die Gäste zeigten großes Interesse an dem Vortrag »Der deutsche Mittelstand und die Euro-Risiken – Schnappt die Target-Falle zu?« von Professor Dr. Hans-Werner Sinn, unter anderem Präsident des IFO-Wirtschaftsinstituts in München. Herzlich willkommen, Herr Professor Sinn. Wir haben Kapital exportiert, wir haben Exportüberschüsse gehabt, was dasselbe ist. Die Südländer haben Kapital importiert, haben dadurch über ihre Verhältnisse leben. Dann ging es so weiter. In der Krise konnte Deutschland seinen Leistungsbilanzüberschuss erhalten, aber die Defizite der Südländer sind verschwunden. Also das geht hier bis Ende letzten Jahres. Wir sind jetzt dabei, hier die Nulllinie zu durchschreiten. Ende dieses Jahres werden wir im positiven Bereich sein. Das heißt, die Krisenländer werden sogar Leistungsbilanzüberschüsse haben. Das sehen manche als Entwarnung und sagen, naja, das seht ihr doch, das ist doch alles schon prima, sie lösen ihre Probleme, sie werden wettbewerbsfähig, sie haben keine Leistungsbilanzdefizite mehr. Aber so einfach ist das nicht, das sind alles nur Einkommenseffekte, es ist keine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die dahinter steht. Die Länder brechen einfach zusammen und weil sie kollabieren, können sie auch keine Importe sich mehr leisten. Die Massenarbeitslosigkeit bedeutet weniger Einkommen. Wenn man weniger Einkommen hat, kann man sich die Importe nicht mehr leisten. Und das ist alles, was passiert. David Südi, Experte für Wachstumsmanagement bei Strukturmanagement Partner, erklärte den Gästen anhand einer Ad-Hoc-Befragung die Perspektiven sowie die Entwicklungsmöglichkeiten des deutschen Mittelstandes. Auch die gültigen Prognosen für das Jahr 2013 sagen im Vergleich zum Vorjahr sogar noch eine kleine Steigerung, 0,9% Wachstum voraus. Ihm stand Professor Sinn im Anschluss an die Veranstaltung für ein Interview zur Verfügung. Herr Professor Sinn, wir haben heute unser 12. mittlerweile Turnaround-Forum hier in Hamburg. Unser Thema waren die Euro-Risiken für den deutschen Mittelstand. Welche Risiken sehen Sie denn? Naja, also das Risiko ist, dass wir also als Vermögensbesitzer zur Kasse gebeten werden, nicht? So oder so. Entweder, dass es eine Inflation gibt und man sein Geld verliert oder dass hohe Steuern auferlegt werden, um diese ganzen Lasten, die der Staat auf sich genommen hat im Zuge der Euro-Rettung, dann bedienen zu können.